Was bisher geschah? Das FBI und Con bezogen in der Tottori-Präfektur Stellung, um beim Treffen der schwarzen Organisation beizuwohnen. Akai erzählte Con von seiner Vergangenheit und seinen ersten Treffen mit Ai, als die Organisation auftauchte und alle gebannt den Atem anhielten. James Black entschied sich, einen Angriff zu starten. Dann geht es wohl jetzt los, sagte Akai seltsamerweise erfreut. Ich werde mich zwar zurückhalten, aber dennoch den Teil erfüllen, den ich... Das werden Sie nicht, Akai! Hörte man James' Stimme aus Shuichis Funkgerät. Ich habe sie nur mitgenommen, weil sie es unbedingt wollten. Aber sie werden sich nicht hierher einmischen. Genauso wie Con, haben Sie mich verstanden? Laut und deutlich. Sir, antwortete Akai immer noch sichtlich glücklich und sah zu Con hinunter, der ihn mit seinem Detektivlächeln ansah. In der Zeit auf dem Platz wurden langsam einige nervös. Wodka trat von einem Fuß auf den anderen. Jin zündete sich eine Zigarette an. Wermut verschränkte die Arme und sah auf die Uhr. Auch Kier war sehr nervös. Sie sah sich schwitzend um. Was soll das? Wo sind Korn und Chianti? Dachte sie panisch. Sie waren in der Viper vor mir. Dann haben sie durchgegeben, dass sie tanken müssten und nachkommen werden. Warum sind sie noch nicht hier? Über was denkst du nach, Kia? Kam es urplötzlich von Jin. Sie schreckte auf, als sie bemerkte, wie er sie mit seinen ausdrucklosen Augen ansah. Ich habe nur darüber nachgedacht, wo Korn und Chianti sind. Mehr nicht. Brich dir darüber nicht deinen hübschen Kopf, Kia, sagte Wermut kichernd. Das wirst du noch früh genug erfahren. Wie sie das sagte, machte Rena Angst. Es hörte sich nicht gut an. Nicht gut. Fürs FBI. Und was war das für ein Mann, der beim Boss eingestiegen ist? Rena versuchte, sie zum Reden zu bringen. Sie hörten ja vom FBI zu. Das wusste sie. Doch Wermut lächelte nur schalkhaft, lief auf sie zu, so nah, dass Rena ihr teures Parfüm roch. Das wüsstest du wohl gerne. Was? Um an diese Information zu kommen, wirst du noch deine Loyalität unter Beweis stellen müssen. Und das würde wohl noch diese Nacht passieren. Rena sah sie von der Seite mit verengten Pupillen an. Kichernd lief Wermut wieder zurück neben der Limousine. Jin lehnte sich zu ihr hin, den Hut tief ins Gesicht gezogen. Er unterhielt sich kurz mit ihr. Sie lächelte ihn charmant an und stellte sich auf Zehenspitzen. Sie flüsterte Jin was ins Ohr. Was sie sagte, schien Jin irgendwie zu belustigen. Seine Wange zuckte kurz. Wodka stand daneben und verstand nur was von Mixen. Dann ging unvermittelt die Türe der Limousine auf. Munasashi stieg mit schweißgebadetem Gesicht aus und stolperte halb. Er lehnte sich in einen dunklen Container an und rutschte hinunter hinter seine Knie. Ich bin fertig, bitte tun Sie mir nichts! Wimmerte er und verbarg sein Gesicht zwischen den Knien. Okay. Jetzt Zugriff! Kommandierte James durchs Funkgerät. Alle standen auf und wollten hinunter von allen Seiten, jeder mit Waffen bewaffnet, als auf einmal eine Stimme ertönte. Und diese kam von überall her, und zwar aus dem Mikro, das jeder an seiner Jacke trug. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Abend. Ladies and Gentlemen, sagte eine Stimme freundlich und ruhig. Was zum? Murmelte André verwirrt und sah hinunter aufs Mikrofon. Woher kommt diese Stimme? Hört sich an wie die vom Boss. Wieder verstellt, stellte Jody nervös fest. Alle sahen zur Limousine hin. Sie war noch auf,
doch noch immer genauso dunkel wie davor. Ich bin zutiefst geehrt, dass mich der große James Black, Leiter des FBIs in Japan, mich besucht, sprach die Stimme weiter. Con und Akai sahen sich stirnrunzelnd an. Wie alles in der Welt hat er das gemacht? Nuschelte James schwitzend. Sie fragen sich jetzt sicher, wie ich es gemacht habe, nicht wahr? Fragte Martini mit heiterer Stimme. Sie sind so leicht zu durchschauen, mein lieber Mr. Black. James Black, geboren in England, London. Mit 5 zogen sie mit ihren Eltern, beide angesehene FBI-Agenten, nach den USA in Chicago. 63 Jahre ledig. Mit 20 beendeten sie ihr Studium. Mit 23 waren sie bereits Mitglied des FBIs. Ihre Eltern gingen in Rente. Ein Jahr danach ist ihr Vater an einem Herzinfarkt gestorben. Sie haben in ihren über 40 Jahren immer vollen Einsatz gezeigt, waren konsequent und erfolgreich. Kurzzeitig mit einer Elizabeth Turner verlobt, wurde nach einem Monat wieder gelöst. Woher weiß er das? Dachte James verwirrt und starrte aufs Mikrofon. Letzteres steht nirgends in meiner Akte. Sie sind ein überaus vorsichtiger, mitfühlender Mensch. Ihren Untergebenen hängen sie ihnen sehr am Herzen. Sie tragen einige Namen aus vergangenen Tagen an sich. Des Öfteren haben sie Kameraden und Schwestern gerettet, auch unter Einsatz ihres Lebens. Sie bekamen mit 35 einen Orden und einen Spitznamen. Sie wurden Heroes Last Boys genannt. Auch wenn andere sie tot sahen, kamen sie wie aus dem Nichts und retteten sie. Dann mit gerade mal 37 Jahren wurden sie Kommandant eines FBI-Quartiers. Unter ihnen stehen viele und jeder hält große Stücke auf sie. Darauf schließt man, dass sie alle wie eine Familie behandeln und sie niemals das Leben eines anderen aufs Spiel setzen. Er machte eine Pause. Und genau das wird Ihnen bald zum Verhängnis. Vielleicht nicht heute. Aber seien Sie versichert. Sehr bald, Mr. Black. Sein letzter Satz hörte sich dunkel und bedrohlich an. James' Augen waren weit aufgerissen. Nach jedem neuen Satz von ihm wurden sie noch größer. Alle bekamen ein verschrecktes Gesicht. Wie kann er das wissen? Wie geht das? Dachte André, total beeindruckt. Wie haben sie sich in die Mikrofons eingeschleust? Wie haben sie das bewerkstelligt? Schrie ihn James entgegen. Zeigen Sie sich! Er antwortete nicht. Sie sind ziemlich unhöflich, flüsterte James sarkastisch. Sie wissen alles von mir und ich weiß nicht mal Ihren Namen. Erst nach ein paar Sekunden antwortete er. Sie wollen wissen, wie ich Ihre Mikrofone angezapft habe? Wieso fragen Sie nicht Ihren kleinen, rothaarigen Freund, der sich wahrscheinlich gerade in die Hosen macht? Jedes Augenpaar richtete sich auf Dennis. Er fing an laut zu atmen, machte ein paar Schritte zurück. Dennis? You? Fragte Jody ungläubig. Verdammt! Jackson! Keifte ihn André an und packte ihm am Kragen. Mit einem Ruck hatte er ihn hochgehoben. Die Panik spiegelte sich in seinen Augen. Sorry! Bitte! Es ging nicht anders! Antwortete er sehr schlecht auf Japanisch. Du hast uns verkauft? Ich kann es nicht fassen! Brüllte James entrüstet. Wie konntest du nur? Ich hab Mom. Sie sehr krank sei. Er hat gesund gemacht dafür das, erklärte Dennis langsam. Keiner konnte helfen. Er schon. André war drauf und dran, ihn eine zu verpassen. Aber James zog seinen Arm nach unten.
Dennis konnte wieder atmen. Ich sollte zwei Dinge einbauen. Einmal Stimme und einmal anders. Was anderes? Fragte James. Das hier, antwortete stattdessen Martini und drückte auf einen Knopf. Plötzlich schossen durch die Mikrofonen eine grüne Flüssigkeit aus. Jeder hatte einen riesigen Klecks auf der Jacke. Bäh, machte Susan und zog das grüne Etwas mit der Hand in die Länge. What is that? Auch Con und Akai wurden erwischt. Beide berührten es. Soll das ein Scherz sein? Fragte Akai resignierend. Ich kann jedenfalls nicht darüber lachen. Was haben Sie davon? Fragte Con stirnrunzelnd. Dann fing der Boss an zu lachen. Das Lachen wurde lauter und lauter. Sie passen nicht sonderlich gut auf Ihre Mitarbeiter auf, Black. Teilte er einen durchs Mikrofon durch. Zwei haben sie jedenfalls schon verloren. Was? Machte James verwirrt. Wem soll ich? Mit quietschenden Reifen schoss plötzlich durch die Nacht über den Containern ein riesiges Fahrzeug in der Mitte des Platzes. Auf ihr saßen Korn und Chianti. Korn am Steuer und Chianti an ein großes Maschinengewehr. Sie trug eine Spezialbrille mit Fadenkreuz. Grinsend lud sie. Ach du Scheiße, entglitt es André. Ihm klappte der Mund runter. Chianti, bitte viel Vergnügen, kam es vom Boss lächelnd. Sie fing an breit zu grinsen. Korn drückte aufs Gas. Die Reifen quietschten und bildeten dicken Staub. Adieu, Mr. Black. Es freute mich, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Er stieg aus der Limousine, doch der Qualm versperrte einen die Sicht. Mit Kampfeschrei fuhr der Wagen los. Chianti feuerte drauf los. Die Kugeln schossen mit Höchstgeschwindigkeit gegen die Container. Alle gingen noch gerade noch in Deckung. Sie schoss immer weiter. Das Magazin, was dran hing, schien endlos. Dann stieg Korn aus, nahm sein Gewehr vom Rücken und schoss ebenfalls. Der Spezialtrupp gab Gegenfeuer, doch Chianti saß hinter ein Fenster, das kugelsicher war. Sobald einer aufstand, um zu schießen, feuerte sie sofort massig Kugeln ab. Auch Jin, Wermut, Wodka und Kia gingen in Deckung. Jin und Wodka hinter dem Porsche, Wermut hinter ihrer Harley, Kia hinter der Limousine. Die Person, die ausgestiegen war, versteckte sich hinter der Tür und duckte sich, genauso wie der Professor. Er hielt sich krampfhaft die Ohren zu. Das Ding gleicht dir einen Panzer. Wirklich sehr spektakulär, kam es kichernd von Akai und duckte sich wieder. Diesen Radau hört man Kilometer weit. Nehmen Sie das wirklich in Kauf, dass auch noch die japanische Polizei hier aufkreuzt? Dachte Con und schaute auf seine Uhr und seinen Gürtel. Ich kann mit dem Fußballgürtel zwei hintereinander ausschalten und einen mit meinem Narkosefall. Nur wem? Chianti kann ich nicht treffen. Aber Con! Con stand auf und rannte los. Hey, wo willst du hin? Schrie ihm Akai nach. Er reagierte aber nicht. Obwohl er stand, konnte man unten ihn nicht sehen, da er so klein war. Con sprang von einem Container zum nächsten, dann hinunter auf die Erde. Er war jetzt genau unter James und den anderen. Er bückte sich und drehte an die Scheibe der Powerkick-Boots. Weiße Blitzen bildeten sich um den Schuh. Dann drückte er auf den Knopf des Fußballgürtels. Der Ball blies sich auf und landete ploppend auf dem Boden. Hab was für dich, du Irrer! Dachte er und schoss! Fast schon selbst wie ein Knall schoss der Ball in Richtung Korns Kopf. Er drehte den Kopf in die Richtung und bekam den Ball genau gegen die Nase. Er torkelte nach hinten. Die Waffe schleuderte über den Platz. Die Brille, die er immer aufhat, zersprang auf der linken Seite. Chianti hörte auf und sah nach unten.
Was? Was war das? Korn? Korn! Er antwortete nicht. Er lag auf dem Boden, spuckte Blut. Noch nahm er wahr, wie ein Fußball neben ihn rollte und langsam die Luft entwich. Was? Das Ding? Sagte er leise und verlor das Bewusstsein. Sehr gut. Einer ist ohnmächtig. Den müssen wir einsammeln, rief James und ging zusammen mit Jody ebenfalls nach unten. André blieb bei Dennis, der inzwischen auf dem Boden saß und teilnahmslos dreinblickte. Das hättet ihr wohl gern, zischte Kian T und feuerte auf James und Jody. Sie gingen hinter den gleichen Containern in Deckung wie Con. Wirklich, cool Kid. Ich mag dich immer mehr, sagte Jody erfreut. Er grinste nur. Susan feuerte in der Zeit immens auf Jins Auto ein. Es hatte schon einige Bullen in Tuss. Die Frau traut sich ja was, sagte Wodka grimmig und schoss einmal daneben. Jin neben ihm sagte nichts. Nur anhand einer großen Zornesader an seiner Schläfe sah man, dass er zutiefst sauer war. Mein Wagen, murmelte er kalt und stand unvermittelt auf. Ja, bist du bescheuert? Rief ihm Wodka zu. Doch er ignorierte ihn und lief um das Auto herum, quasi in Susans Lauf hinein. Stupid man, sagte sie lächelnd und schoss. Sie traf sein Bein. Das Blut spritzte über den Boden, aber Jin fiel nicht. Dann feuerte sie in der Brust. Doch er trug eine Weste. Sie schoss noch einmal in den Arm. Tropfen vom Blut lief seiner Hand entlang. Aber Jin fiel nicht. Tip over, Great Beer, dachte Susan und wollte weiterfeuern, aber das Magazin war leer. Hättest mitsehen sollen, lächelte Jin und hob seine Waffe. Er traf Susan genau in die Brust. Die Schutzweste war leicht verrutscht vom Liegen. Eine kleine Linie Blut lief ihre Mundwinkel hinab. Dann fiel sie um. Susan? Susan! Schrie Akai und wollte nach vorn, aber er konnte nicht. Man würde ihn sehen. Sie atmete nur flach. Ihr Kopf hang über den Container. Jin hob wieder die Waffe mit dunkler Miene an. Akai überlegte, dann sah er zum Porsche. Er hob die Waffe und feuerte auf den Rückspiegel, der laut klirrte, als er zerbrach. Jin hielt inne. Als hätte man ihn angeschossen, zuckte er und sah hinter sich, wie das Glas auf den Boden fiel. Sofort drehte er sich wieder um, doch er konnte nur noch sehen, wie jemand Susan wegzog. Und dieser jemand hatte eine Stadtmütze auf. Seine Augen wurden klein und schlitzig. Jin keuchte leise vor sich hin. Alles in ihm zog sich zusammen. Er nahm gar nicht mehr die Schmerzen im Bein und Schulter wahr. Du, dachte er und bekam einen wahnsinnigen Ausdruck in seinen Augen. Langsam humpelte er zum Container. Die Waffe in seiner Hand knarrte, als er sie zudrückte. Wermut ging derweil zu Kier hin. Sie benutzte zwar auch eine Waffe, aber zielte immer absichtlich daneben. Was ist? Heute ein schlechter Tag? Fragte Wermut neckisch und schoss zu Josie und James. Kier antwortete nicht und feuerte weiter. Nicht, dass du das extra machst, flüsterte sie zu ihr zu. Genau in dem Moment traf sie versehentlich einen der dem Spezialtrupp Angehörigen am Arm. Er fiel schreiend um. Oh. Doch nicht, kicherte sie. Kier schluckte kurz. Ich feuere den nächsten ab, sagte Con und stellte sich wieder nach vorn. Aber Jody zog ihn zurück. Genau dann sah Wermut hin. Sie sah kurz eine kleine Hand, die unmöglich einem Erwachsenen gehören konnte. Oh no, dachte sie leicht traurig und panisch. Ihr entglitten ihre Gesichtszüge. Kier sah es und verstand nicht, was los war. Los, Korn!
Komm wieder auf die Beine, du musst den Knopf drücken! Sofort! Schrie ihn Chianti an. Er war zwar wieder wach, konnte aber den Daumen nicht heben, den er um einen Schalter positioniert hatte. Chianti fluchte kurz, nahm eine kleine Beretta in der Hand und schoss auf Korn. »Was macht die Verrückte denn da?« sagte James mit großen Augen. »Schießt auf ihren eigenen Kameraden?« Sie schoss genau auf den Zünder. Der Schuss ging durch den Handschuh und durchs Fleisch von Korn. Er biss die Zähne zusammen und schrie nicht. Dann ging hinter den ganzen Autos einer der Container auf. Eine Wand fiel um, und hinter ihr verbarg sich ein großes Gerät mit kleinen Raketen drauf. »What the hell?« sagte Jody ängstlich. Chianti lachte hysterisch. »Ihr seid dran!« kreischte sie vergnügt, sprang von dem Wagen und schmiss eine Rauchbombe auf den Boden. Der lila Qualm breitete sich schnell aus. Die vom FBI mussten husten. Sie sahen nur noch mit einem Auge, wie jemand Korn hochhob und wegschliff. »Sie dürfen nicht entkommen!« schrie James und lief los, als plötzlich das Gerät auf den Raketen blinkte und piepte. Es piepte dreimal. Wie ein Startsignal schossen die Raketen los. »Nein, nein, nein, nein!« sagte Wermut leise und rannte los. »Wo gehst du hin?« fragte Kia und folgte ihr. Doch sie verlor sie aus den Augen, als sie beide durch die Rauchwolke liefen. Auch Con und Jody liefen los. Plötzlich packte sich jemand Con an seine Schulter. »Lassen Sie das! Sie können mich sowieso nicht aufhalten, Miss Jody!« sagte er sauer. Aber sie war es gar nicht. Es war Wermut. Er riss die Augen auf, wollte eigentlich den Narkosefall abschießen, aber er fand den Knopf nicht. »Ausziehen! Ausziehen!« zischte sie nervös, riss ihm sein Jackett hinunter und warf es weg. »Was?« fragte er verwirrt und wurde von ihr herumgewirbelt. Dann schlug die erste Rakete ein. Es war weiter abseits. Ein großer Knall hallte durch. »Hier, Heiß 2!« kam es durch den Funk mit schlechtem Empfang. »Sofort Jacke ausziehen! Die Raketen sind mit drin! Auf eine...« André wurde todesbleich. »Jacken ausziehen!« schrie er so laut er kann. »Das Grün ist eine Markierung für die Raketen!« Wermut verschwand wieder in die Wolke, doch Rena fand sie noch rechtzeitig und hatte zugesehen. »Was?« dachte sie mit offenem Mund. »Sie hat dem Kleinen das Leben gerettet!« »Das werden Sie nicht, Akai!« hörte man James' Stimme aus Shuichis Fundgerät. »Fundgerät?« »Um an diese Information zu kommen, wirst du noch deine Loyalität erschießen vielleicht.« Doch er ignoriert ihn. Doch er ignoriert. »Um an diese Information zu kommen, wirst du noch deine Loyalität. Ich hab vergessen, wie man das ausspricht. Deine Loyalität, nein. Oh Gott. Deine... Deutsch ist manchmal so schwer, ey. Deine Loyalität. Ich hoffe, das ist richtig. Bitte, lass es richtig sein. Er traf Susan genau in die Brust, die leicht verrutscht war. Das will ich sehen. Wohin ist die denn gerutscht? Nach oben oder unten?